Ja, und damit ein ganz großes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge Forza Motorsport. Wir befinden uns im vorletzten Rennen. Es geht auf nach Maple Valley. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und ansonsten viel Spaß. Kurve 1, das Farmhouse Carousel von Maple Valley, bietet mehrere Ideallinienoptionen. Sie hängen davon ab, wie schnell du von der vorderen Geraden einfährst und wie versessen du darauf bist, deine Konkurrenz zu überholen. Maple Valley wieder bei Nacht. Die Todeskurve vor Start und Ziel. Mann, das war auch wieder ein Drift, aber ging leider nicht gut aus. Die Reifen glühen. Boah, das Auto, ey. Wow! Gleich mit der ersten Runde das Ding hier gerockt. Mal sehen, was wir noch für eine Zeit rausholen können. Verkehr jetzt so ein bisschen vor uns. Aktuell 2 Sekunden, weil wir ja den Fehler da gemacht haben. Scheibenkleister, das war jetzt nicht meine Intention.
Gut, Leute, ich würde sagen, ich kann ja jetzt nicht weiterfahren. Jetzt mal warten. Ich würde sagen, ich fahre jetzt die Runde noch so zu Ende und dann sehen wir uns gleich nochmal mit der Startaufstellung wieder. Also bis gleich, Leute. Ja, wir haben ja, wie gesagt, eine gute Pace. Ich würde... Wir haben ja eh das Ding versammelt, also wir können den Cup eh nicht mehr holen. Nehmen wir unsere Lieblingsstartplatzierung, Platz 12. So, fliegender Start wegen Nieselregen. Das vorletzte Rennen in diesem Cup. Deutsche Rivalen. Und ab geht's. 5 Runden wieder vor uns. Könnten uns hier gut vorbeimogeln. Hatten wir Glück, dass wir da nicht voll reingerauscht sind. Aktuell Platz 4. Weil hier neben uns noch einer ist. Dritter, der ist raus. Sehr schön. So, jetzt die Pace halten. Jetzt im Nieselregen natürlich ein bisschen schwieriger. Oh, das war knapp. Meine Güte. So, entweder Start und Ziel oder hier können wir uns catchen. Nächste Runde. Also hier läuft es endlich mal. Oh, das war auch jetzt knapp. Sind aber vorbei. 3 Runden noch.
Nein! Aber noch zweiter. Noch genug Zeit, Leute. Oh je. Keine Ahnung, was mit dem hier war. Wir haben eigentlich genug Platz gelassen. War natürlich gut für uns. Bloß jetzt Eile mit Weile. Wir haben eine sehr gute Pace. So, jetzt Volldampf. Ich habe auch das Gefühl, der Ring wird, glaube ich, ein bisschen weniger. Leute, jetzt zückt mein rechter Fuß. Und wir müssen das durchziehen. In dieser Kurve habe ich am meisten Schiss. Boah, nochmal 1,8 Sekunden gut gemacht, aber es kann auch an den verbesserten Streckenbedingungen liegen. Ja, Regen ist jetzt weg. Oh, da ganz hinten. Es scheint zwei ziemlich weit hinten zu sein. Ich weiß nicht, ob man das so auf der Minimap, ob ihr das gerade gesehen habt.
Ja, jetzt wieder die schlimmste Stelle. Bin extra mehr vom Gas, beziehungsweise ein bisschen mehr auf die Bremse gegangen. Und wir haben es, unser erster Sieg in diesem Cup. Super. Wir sind auf P1 gelandet. Oh, wir können es vielleicht doch nochmal rocken. Es sind nur noch 6 Punkte Rückstand. Das heißt, oh, der Erstplatzierte, der muss auch nochmal ein bisschen weiter unten sein. BMW M3, Vierter. Vielleicht können wir es doch noch schaffen. Es bleibt spannend. Und dann sehen wir uns in Spa wieder. Oh, das ist auch eine sehr schwierige Strecke, denke ich mal, für das Auto. Aber wir lassen uns überraschen. Mäßiger Regen ist auch angesagt. Ja, ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Ansonsten sehen wir uns dann mit der nächsten Folge wieder. Also Leute, bis dahin und ciao, ciao.